So, Servus Freunde. Heute schaue ich mal, ob ich den Army Fitness Test bestehen würde, weil ich war jetzt lang außer Gefecht, verletzungsbedingt. Und ja, habe jetzt bestimmt ein Jahr, über ein Jahr, keinen richtigen Sport gemacht. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den Fitness Test bestehen. Der besteht aus drei Teilen: 2 Minuten Push-Ups, also Liegestütze. Da muss ich mindestens 68 Stück schaffen. Dann 2 Minuten Sit-Ups. Da muss ich 73 Stück schaffen. Und dann 2 Meilen laufen. Also es sind umgerechnet circa 3,2 Kilometer. Das muss ich in 14 Minuten 12 schaffen. So, dann schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Fangen wir mal an mit den Liegestützen, also den Push-Ups. Weiter mit Sit-Ups. 2 Minuten. Und go. Beim Meilenlauf. So, dann kommen wir zur letzten Disziplin: 3,2 Kilometer Lauf, also 2 Meilen. Schauen wir mal, ob das besser läuft. Jetzt muss ich noch kurz auf GPS-Signal warten. Auf 0 steht's. Ist bereit und gehen wir auf Go.
zur Luft kommen. Ich sage euch mal kurz die Zeit. 17 Minuten 32. Das war ein bisschen mehr wie 3,2 Kilometer. Aber weit weg von dem, wo man hin muss. Also, ich blende euch mal die Ergebnisse hier unten ein. Und für mich gibt es jetzt eigentlich nur eine logische Konsequenz daraus, da ich es ja nicht geschafft habe. Auch wenn jetzt die anderen zwei top wären, ich überall 100 Punkte bekommen würde, schaffe ich das nicht mit 270 Punkten, weil das Joggen so schlecht war. Ich mache jetzt einfach jeden Tag den Test, einen Monat lang. Und dann schauen wir mal, ob man dann schaffen mit einem richtig geilen Ergebnis. Also würde mich freuen, wenn ihr mich da auf dem Weg begleitet. Bis dann, macht's gut, abonniert, liked den Kanal und bleibt dran. Bis bald, ciao.